Hallo Community und herzlich willkommen zu einem neuen Vergleichstest an diesem wunderschönen Freitag. Heute habe ich für euch einmal den ersten Akku-Kettensägen-Vergleich und zwar heißt es Makita DUC 122 gegen die DUC 254. Wenn man sich beide Sägen hier einmal gegenüber anschaut, merkt man auf jeden Fall schnell, dass hier ein gewisser Preisunterschied vorhanden ist, der aber hoffentlich auch irgendwie zustande kommt. Deswegen würde ich sagen, schauen wir uns doch heute einmal beide Sägen hier im direkten Vergleich an, um zu sehen, wo denn hier wirklich die einzelnen Unterschiede liegen. Also dann lasst uns doch gleich loslegen. Falls noch nicht geschehen, dann auf jeden Fall diesen Kanal noch schnell abonnieren und die Glocke aktivieren, um kein Video mehr zu verpassen. Die aktuellsten Preise dieser beiden Sägen findest du wie immer unten in der Videobeschreibung. Vielen Dank für deine Unterstützung und damit los geht's nach dem Intro. Makita Akku-Kettensäge DUC 122 oder vielleicht doch lieber die 154er. Beides auf jeden Fall sehr, sehr gute Akku-Kettensägen, dennoch aber mit kleinen, aber feinen Unterschieden, die wir uns jetzt einmal genauer anschauen werden. Auch zu erwähnen an dieser Stelle ist auf jeden Fall, dass ich beide Geräte hier schon einmal separat vorgestellt habe. Deswegen, falls du die Videos noch nicht gesehen hast, dann schau sie dir auf jeden Fall noch einmal an. Ich werde sie dir hier oben rechts in der Ecke auf der Infokarte verlinken. Würde ich sagen, starten wir doch gleich einmal beim Fundamentalsten und zwar bei der Größe bzw. bei dem Gewicht. Und hier sieht man auf jeden Fall schnell, wer die Nase vorn hat. Zu erwähnen auf jeden Fall, beide Geräte sind ja 18 Volt Geräte, deswegen auch hier ein 18 Volt 5 Ampere Stunden Akku dran. Und dann wollen wir doch einmal schauen, wer denn hier wirklich wesentlich schwerer ist. Lassen wir also einmal der 122er hier den Vortritt mit 5 Ampere Stunden Akku und hier sind wir bei ca. 2600 Gramm, was auf jeden Fall für eine Akkukettensäge sehr, sehr gut ist. Im Vergleich dazu dann hier einmal die 254er und hier sind wir nun bei ca. knappen 3 Kilo, also Pi mal Daumen so 400 Gramm mehr. Ob man die 400 Gramm dann hier bei dieser Säge merkt oder nicht, ist dann wahrscheinlich Ansichtssache, denn meiner Meinung nach ist die Säge hier auch noch sehr kompakt und handlich. Und damit wären wir nämlich auch schon beim Punkt Handhabung, wo auf jeden Fall auch beide Sägen etwas unterschiedlich abschneiden. Starten wir auch hier bei der 122 und wie schon im Einzelreview gesagt, haben wir auch hier meiner Meinung nach eine sehr angenehme Handhabung, denn sowohl dieser Handgriff, aber auch hier der zweite zum Stabilisieren der Säge sind relativ angenehm. Der obere Handgriff ist hier auf jeden Fall schön gummiert und auch sehr ergonomisch, beziehungsweise der zweite Handgriff hier komplett aus Kunststoff und wie man hier vorne erkennen kann, leicht griffelt, bedeutet auch hier eine angenehme Handhabung und hier an der Seite wird es dann natürlich schon leicht kritisch. Bedeutet zum So-Greifen hier ist die 122er also nicht unbedingt geeignet. Bei der 254er hingegen haben wir auch hier eine großflächige Gummierung im Handgriffbereich, beziehungsweise wie man sogar sehen kann, hier hinten auch für die Auflage der Hand. Also meiner Meinung nach ist der Handgriff hier bei dieser Variante auf jeden Fall noch etwas ergonomischer als bei der 122er. Hinzu kommt, der Handgriff bei der 254er ist auch hier natürlich aus Kunststoff, aber wie man sehen kann, hier einmal komplett von oben nach unten rumgebogen. Bedeutet, man kann hier wirklich diese Akkukettensäge in jeder Position angenehm greifen und natürlich führen. Bezüglich der Aktivierung finden wir dann hier bei der 254er hier oben einmal in Rot gehalten den Entriegelungsmechanismus, schön groß, beziehungsweise dann hier unten den Trigger. Und ihr seht, nein, die Kettensäge ist natürlich nicht kaputt, sondern es gibt hier noch ein zweites Sicherheitsfeature, also quasi einen Folienknopf ganz hier oben, den ich wirklich vorher auch noch aktivieren muss, damit ich hier dann die Säge anschalten kann. Bedeutet, versehentliches dann hier oben drauf kommen und die Säge aktivieren, ist hier bei dieser auf jeden Fall nicht möglich, was in puncto Sicherheit auf jeden Fall ein großer Pluspunkt ist. Genauso bei der 122er, auch hier finden wir natürlich am Handgriff einen Entriegelungsmechanismus anhand dieses Bolzens hier auf der linken Seite. Wie zu erkennen, befindet sich in diesem Fall auf der anderen Seite kein Entriegelungsmechanismus, bedeutet die 122er ist hier auf jeden Fall hauptsächlich für Rechtshänder konzipiert, denn mit links wird es hier auf jeden Fall etwas kritisch. Bedeutet, im Großen und Ganzen ist hier also in der Handhabung meiner Meinung nach die 254er etwas besser, was aber nicht heißen sollte, dass
dass hier die 122er unbedingt schlecht ist. Gehen wir ein Stück weiter hinter, hier finden wir dann nämlich bei beiden Geräten die 18 Volt Akkus. Hier braucht man eigentlich nicht unbedingt viel zu sagen. Bei der 254er wird der Akku hier seitlich eingeschoben und bei der 122er von oben, also hier wirklich gehopst wie gesprungen. Genauso gut ist es aber auch möglich, hier beide Sägen während Kletterarbeiten oder dergleichen zu befestigen. Bedeutet, wir haben hier unten einmal bei der 122er diesen Metallring, beziehungsweise etwas professioneller bei der 254er hier die klappbare Version. Den nächsten kleinen, aber feinen Unterschied finden wir dann hier bei der 254er hier hinten an der Maschine. Und zwar gibt es hier noch eine kleine Stellschraube zum Einstellen der Ölmengenregulierung. Und zwar sowas finden wir bei der 122er leider nicht. Apropos Kettenöl, bei der 122er finden wir den Behälter bzw. die Schraube dann hier vorne. Hier passen insgesamt ca. 80 Milliliter Flüssigkeit rein. Bei der 254er sieht es hingegen schon etwas anders aus, denn hier finden wir den Ölbehälter auf der linken Seite und hier passen insgesamt ca. 140 Milliliter rein, bedeutet also fast das Doppelte wie bei der 122er. Hinzu kommt, ihr seht es wahrscheinlich schon, bei der 254er ist hier die Verschlussschraube wirklich durch dieses kleine Kunststoffseil hier an die Kettensäge gebunden, bedeutet verlieren ist hier eigentlich absolut nicht möglich. Und bei der 122er sieht es dann hier auch etwas anders aus. Und ja, fast hätte ich es vergessen, den jeweiligen Ölstand kann man natürlich bei beiden Akkukettensägen hier jeweils durch das Sichtfenster gut ablesen. Pi mal Daumen kann man hier ungefähr sagen, dass eine Ölfüllung auch ungefähr eine Akkuladung hält. Den nächsten großen Unterschied finden wir dann, wenn wir uns einmal hier die Ketten bzw. die Aufnahme anschauen, denn hier unterscheiden sich beide Akkukettensägen doch schon etwas stärker. Bei der 122er war es ja so, wir haben hier vorne den Schnellwechselmechanismus mit der schön großen Schraube. Bedeutet, man kann hier wirklich werkzeuglos die Kette wechseln und muss dafür nicht ständig den Schlüssel haben. Bedeutet, der Kettenwechsel ist hier bei der 122er wirklich absolut problemlos und werkzeuglos. Und das auch innerhalb von wenigen Sekunden. Bedeutet, hier einfach die Kette einmal rausklicken, die neue Kette rein und damit ist die Akkukettensäge schon wieder einsatzbereit. Bei der 254er sieht es dann schon etwas anders aus. Im Prinzip eigentlich genauso wie bei den Standard-Benzin-Kettensägen. Und zwar brauchen wir hier natürlich den Schlüssel dann zum Wechseln, Lösen und Spannen der Kette. Bedeutet, ich habe hier also eine normale Sechskantschraube, die muss ich zuallererst einmal lösen und danach kann ich hier die Kette mit dem Schlitzschraubendreher spannen. Bedeutet also, wenn es schnell gehen muss, ist die 122er hier auf jeden Fall besser. Ansonsten ist die 254er quasi die professionelle Variante. Auch wenn wir uns dann einmal die Schwerter bzw. auch die Ketten anschauen, gibt es hier schon einmal einen großen Unterschied und der beginnt auf jeden Fall schon einmal bei der Länge. Denn, und jetzt kommen noch einmal ein paar Zahlen, währenddessen die 122er hier nur eine gesamte Schwertlänge von 115 mm hat, bietet die 254er hier schon solide 250 mm. Meiner Meinung nach also auf jeden Fall ein großer Unterschied und hinzu kommt ja noch, wir haben hier bei der 122er hier vorne an der Spitze diesen Kontaktschutz. Dies bedeutet also natürlich, dass ich nur Stämme sehen kann, die hier auch dazwischen passen und damit habe ich hier maximal ca. 110 mm, es sei denn, man bohrt hier diese beiden Bolzen auf, haben ja auch schon einige scheinbar von euch gemacht. Und bei der 254er kann ich also hier wirklich die komplette Länge nutzen. Ziemlich ähnlich sieht es also auch bei der Kettengeschwindigkeit aus, denn die 122er bietet hier, wie wir wissen, maximal 5 Meter pro Sekunde, währenddessen die 254er hier stolze 24 Meter pro Sekunde bereithält. Also auch hier auf jeden Fall ein großer Unterschied bei der Kettensäge. Und auch bei der Kettenteilung finden wir hier einen kleinen Unterschied. Die 122er hat eine Kettenteilung von 1/4 Zoll, währenddessen die 254er 3/8 Zoll bieten kann. Den nächsten Unterschied sieht man meiner Meinung nach von außen gar nicht so stark, denn auch bei der 122er haben wir hier dieses Plastikteil für die Kettenbremse, die aber so hier nicht verfügbar ist. Die 122er besitzt also im Prinzip eine Motorbremse, könnte man sagen, die dafür sorgt, dass hier die Kette schnell zum Stehen kommt. Das gleiche noch einmal gezeigt bei der 254er.
Und ihr seht schon, die Kette läuft hier wesentlich länger nach, da sie entsprechend keine aktive Bremse besitzt. Die einzige Bremsmöglichkeit der 254er finden wir hingegen dann hier vorne, und zwar bei der normalen bzw. standardmäßigen Sicherheitskettenbremse, die dann im Notfall die Kette innerhalb von wenigen Millisekunden zum Stehen bringt. Und so etwas finden wir dann hier bei der 122er nicht, denn diese besitzt wirklich hier bloß die motoreigene Bremse bzw. dann hier vorne den Kunststoffschutz. Im Großen und Ganzen kann man also eigentlich sagen, dass hier die 254er quasi die professionellere Variante ist im Vergleich zu 122er, was natürlich auch schon daran lag, dass es hier diesen Brief dazu gab, wo drin stand, dass diese Variante hier hauptsächlich von Personen genutzt werden sollte, die hier eine Fachausbildung besitzt. Also natürlich für die Kettensäge, versteht sich. Und damit haben wir nun einmal wirklich alle Details bei der Akkukettensäge hier einmal gegenübergestellt. Und es war zu sehen, diese Akkukettensäge, die 254er, ist auf jeden Fall leistungsstärker. Aber wollen wir doch nun einmal schauen, wie groß denn wirklich hier der Leistungsunterschied überhaupt ist. Widmen wir uns nun dem Vergleichstest bei der Akkukettensägen, hier die DUC 122. Die Kette ist gespannt bzw. auch natürlich nagelneu, genauso bei der DUC 254. Auch hier die beiden großen 5 Amperestunden Akkus frisch aus dem Ladegerät für die maximale Power, genauso bei der 122er. Würde ich sagen, starten wir ganz einfach hier mit 60x60 mm Kantholz, sollte für beide kein Problem sein. Ja, gesagt, getan, 60x60 mm, kein Problem, weiter geht es mit 95x95. Dies sollte nun für beide Kettensägen doch eine etwas größere Beanspruchung darstellen. Mal sehen, wie groß der Unterschied hier wirklich ist. Ihr seht, die 254er hat hier schon den ersten Schnitt durchgeführt. Der zweite ebenfalls, währenddessen hier die 122er noch voll dabei ist. Also der Unterschied war hier doch schon sehr deutlich. Machen wir weiter mit 100x200 mm. Und auch hier ist der Fortschritt beider Kettensägen auf jeden Fall doch recht ordentlich. Aber man sieht, die 254er ist auch hier schon wieder durch, währenddessen die 122er hier noch zu kämpfen hat. Ja, nicht schlecht, machen wir weiter mit einem Baumstamm, Durchmesser 135 mm, könnte für die 122er hier wirklich knapp werden. Außerdem, bevor es Krach gibt, ich weiß, beide Akkukettensägen haben hier ganz klar unterschiedliche Anwendungsbereiche, trotzdem, ich denke, es ist vielleicht einmal interessant zu sehen, wie groß denn doch hier der Leistungsunterschied dieser beiden Sägen ist, deswegen seht es einfach als Entertainment. Ja, die 122er ist es einfach nicht möglich. Der Kontaktschutz hier vorne blockiert den Vorgang, deswegen 135 mm mit der 122er hier leider nicht machbar. Versuchen wir hier nochmal einen weiteren Schnitt. Und auf der rechten Seite zu erkennen, die 254er. Der Sägefortschritt ist einfach Wahnsinn. Ja, und auch hier gibt es natürlich wieder Probleme mit der 122er, aber ihr seht, da ist dann wirklich auch Schluss. Abschließend noch einmal interessant der jeweilige Akkustand. Ihr seht, die 122er hat hier noch alle 4 Balken, beziehungsweise die 254er, hier fehlt bereits einer, bedeutet die Mini-Kettensäge, also die 122er, ist hier auf jeden Fall stromsparender. Und damit ein Fazit, noch einmal gesagt, beide Akkukettensägen kann man hier ganz klar nicht 1:1 miteinander vergleichen. Trotzdem, meines Erachtens nach relativ interessant, die 254er hat hier aufgrund der höheren Kettengeschwindigkeit doch ein enormes Plus an Leistung, währenddessen die 122er jedoch schön kompakt und handlich ist. Falls dir das Video also gefallen hat, dann zeige es wie immer gerne mit einem Daumen nach oben, beziehungsweise falls noch nicht geschehen, dann auf jeden Fall diesen Kanal jetzt noch schnell abonnieren und die Glocke aktivieren, um kein Video mehr zu verpassen. Die aktuellsten Preise beider Kettensägen findest du wie immer unten in der Videobeschreibung. Vielen Dank für dein Zutun, ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.